Professor Sobeck, wir sind jetzt sehr, sehr gespannt, ob und wo Sie auch gemäß unseres Jahresthemas die Grenzen des Wachstums ausmachen. Insofern übergebe ich jetzt sehr, sehr gerne an Sie und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Constanze Eich, für Ihre netten einleitenden Worte und auch vielen Dank, Herr Dannecker. Dafür auch Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben, heute Abend hier zu sprechen. Zu dem Thema ist weniger mehr. Das erinnert natürlich an den berühmten Satz des Architekten Ludwig Mies van der Rohe, less is more. Less is more war in seiner Sprache und in seinem architektonischen Denken natürlich das Weglassen des Unnötigen, um damit zur Quintessenz, zur Quinta Essenza und damit zum maximalen ästhetischen Ausdruck seiner Bauten zu kommen. Ich nehme das jetzt hier auf und sage, ist weniger mehr aus einem ganz anderen Gesichtspunkt, den wir im Laufe der nächsten 45 bis 60 Minuten, je nachdem, wie schnell der Redefluss sein wird, beleuchten werden. Und der zweite Titel heißt über nachhaltige Architektur. Nun, wissen Sie, meine Damen und Herren, der Begriff der Nachhaltigkeit ist natürlich mittlerweile weitestgehend verstanden, aber dann doch auch wieder einigermaßen diffus gefasst. Er ist ausgedehnt an seinen Enden und Konturen und jeder versteht dann doch ein kleines bisschen anderes darunter. Deshalb möchte ich ihn wahrscheinlich heute Abend gar nicht mehr ein zweites Mal verwenden, sondern ich möchte ein paar Dimensionen tiefer steigen. Ich möchte Sie ein bisschen einführen in unsere Art zu denken. Das ist nicht nur die meine, sondern auch die meiner vielen Schülerinnen und Schüler, die dann in meinen Büros rund um die Welt oder auch am Institut arbeiten und die, worüber ich sehr glücklich bin, eine gemeinsame Denkhaltung mit mir zusammen entwickelt haben, die relativ radikal ist, aber vielleicht mehr jetzt. Ich bin auch sehr froh, dass ich auf die Vorlesung oder den Vortrag von Kollegen Radermacher, den ich äußerst schätze, aufsetzen kann. Es wird da sicherlich ein paar duplizierende Aussagen geben, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm, weil das verfestigt dann das Wissen um die Fakten. Ich werde auch eine ganze Reihe von numerischen Zahlenangaben machen. Damit möchte ich Sie weder verwirren noch beeindrucken. Ich weise Sie darauf hin, jeweils, was denn wichtig ist, sich zu merken. Aber ich möchte auch jetzt schon sagen, es gibt dort eine Reihe von Zahlen, die sind wichtiger als der Preis für eine Flasche Bier oder der aktuelle Stand des DAX oder welche Zahlen auch immer große Teile unserer Gesellschaft tagtäglich anstarren und als die wichtigsten Zahlen in ihrem Leben überhaupt betrachten. Wir reden über Zukunft. Eigentlich reden wir in unserer Gesellschaft schon lange nicht mehr über Zukunft. Wir reden über das Heute und vielleicht noch über das Morgen. Wir reden über potenzielle Entwicklungen von Immobilienpreisen und Aktienkursen, aber wir reden nicht über die Zukunft. Und wir reden schon gar nicht über das utopische Moment der Zukunft, nämlich über das Vorwegnehmen dessen, was denn da sein könnte. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir viel zu sehr im Hier und Heute leben, dass wir im Hier und Heute mit der alltäglichen Bedürfnisbefriedigung, dem Konsumglück und anderen glücklich sind und gar keine Veranlassung sehen, an das Morgen zu denken. Aber das müssen Sie jetzt einfach heute Abend mit mir machen. Und ich stelle die Frage, wie sieht das Morgen aus? Ist es etwas wie hier Manhattan Downtown, itzy und glitzy und unendlich reich und unendlich nicht nachhaltig? Ist es eine Stadt für die Richesse mit einem unglaublich hohen Pulsschlag, den man so lange bewundert, solange man dort nicht sein ganzes Leben lang arbeiten muss? Oder ist es vielleicht eher eine Stadt wie diese? Und wer weiß, ob Tübingen oder Cannstatt oder Stuttgart nicht in 40 oder 50 Jahren so aussehen? Weil von einem Niveau sehr, sehr hohen Wohlstandes, wie wir es erlangt haben, zu diesem Niveau ist es am Ende gar kein so großer Schritt. Und wir werden heute Abend ein paar Dinge diskutieren, die Ihnen das vielleicht nochmals verdeutlichen. Wenn wir aber über diese Dinge sprechen, über die Zukunft, über das, was die Menschen noch gar nicht denken, aber eigentlich denken müssten, dieses antizipative Momentum, dann müssen wir doch immer ausgehen von dem, was ist. Wir müssen ausgehen von dem, was ist. Ein berühmtes Zitat von Joseph Beuys, der eigentlich heute
mit seinem Denken aktueller denn je ist. Ich glaube, dass viele von uns Beuys gar nicht richtig verstanden haben, zumindest darf ich das auf mich beziehen. Joseph Beuys hat immer diese Position eingenommen, dass er sagte, als Künstler muss man eigentlich asozial sein. Man kann nicht Teil der Societas sein, weil sonst kann man sie ja gar nicht distanziert genug betrachten. Und gleichzeitig muss man aber ganz eng drin sein, muss unheimlich sozial sein, ansonsten kann man die Gefühle, das Denken, das Fühlen der Menschen nicht richtig verstehen. Also muss man diese Doppelrolle spielen. Man muss ganz weit weg sein und man muss ganz nah dran sein. Und das ist natürlich auch die Rolle meines Lebens als Wissenschaftler, die große Distanz einzunehmen, um vollkommen unvoreingenommen eine Analyse dessen vorzunehmen, was da ist. Und gleichzeitig als Architekt, der nichts anderes tut, als den Menschen eine dritte Haut zu schneidern, nach der menschlichen und der Kleidung eben die Haut des Gebauten, des Beherbergenden, muss ich ganz nah dran sein. Jetzt nehmen wir mal eine Position ein, die ist ganz weit weg. Ein berühmtes Foto der Raumsonde Cassini der NASA am Saturn. Und das, was wir hier rechts unten sehen, dies ist unser gemeinsames Haus. Dies ist die Erde. Dies ist unser gemeinsames Haus, ein Zitat von Papst Franziskus, dem ich hinzufüge immer, unser gemeinsames Haus, aus dem keiner ausziehen kann. Das heißt, wir haben das Glück oder wir sind verdammt dazu, in diesem Haus zusammen zu leben. Diesem Haus, das mit ungefähr 100.000 Kilometer pro Stunde durch das Weltall rast. Und wir sitzen da wie ganz, ganz klitzekleine Käfer auf der Oberfläche, auf diesem Planeten, der ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt ist, der einen Durchmesser hat von circa 12 Kilometer. Plus, minus, wir wissen alle, dass er weder eine Kugel noch ein Ellipsoid ist, sondern eine relativ unregelmäßige, manche sagen auch schon fast einer Kartoffel ähnelnde Form. Aber wenn wir die Augen ein bisschen zusammenblinzeln, dann ist er eben fast kugelig. Und lassen wir sie doch in diesem Idealzustand, den die Griechen schon mit ihrer Wort Sphaira beschrieben haben. Aber was ist denn wichtig? Betrachten wir doch beispielsweise mal die Dicke der atembaren Schicht und sagen wir, so oberhalb von 3000 Meter Höhe bekommen wir bei längerem Aufenthalt ohne genügende Anpassungszeiten alle irgendwie Kopfschmerzen, unsere Leistungsfähigkeit sinkt, wir fühlen uns nicht wohl. Der Großteil der Menschheit wohnt auch in tieferen Regionen. Was aber bedeutet das, diese atembare Schicht von 3000 Meter Höhe? Das heißt, wenn wir das Verhältnis machen von dem Kugeldurchmesser zu dieser atembaren Schicht, dann ist es diese klitzekleine Zahl, die man nicht versteht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Schrumpfen Sie die Erde zusammen auf eine Kugel, die in Ihr Wohnzimmer passt. Nehme ich mal an, Sie haben eine Deckenhöhe von 3 Meter. Vielleicht wohnen Sie auch in einem Altbau. Dann haben Sie jetzt die Erde neben sich mit 3 Meter Durchmesser und dann ist die atembare Schicht 0,7 Millimeter dick. Und in der spielt sich alles ab. Bruno Latour, der französische Philosoph, nennt das die kritische Zone. Die wenigen 100 Meter unter uns, den Erdboden, in dem wir in der Lage sind, Ressourcen zu entnehmen, ohne einen übermäßigen Aufwand. Und diese wenigen 1000 Meter über uns, die unser Wetter bestimmt, unser Klima und unsere gesamte Lebensfähigkeit. So hauchdünn, so sensibel sind die Verhältnisse. Und selbst wenn Sie sagen, ja, Herr Sobel, 3000 Meter ist willkürlich, nehmen Sie auch die ganze Atmosphäre mit 10 bis 12 Kilometer Höhe. Nun gut, dann wäre die Schicht in Ihrem Wohnzimmer eben 2,7 Millimeter dick, die sich um diese Kugel legt. Und sie wäre immer noch verschwindend gering. Und eine Zahl, die Herr Radermacher Ihnen vielleicht schon gesagt hat und die meisten von uns eben nicht so richtig auswendig wissen, dass die Erdbevölkerung zurzeit ungefähr 7,8 Milliarden Menschen groß ist. Und die wichtigste Zahl überhaupt ist erstens, dass davon in den Entwicklungsländern knapp 80% leben. Das heißt, wir haben 6,2 Milliarden Menschen, die in ihrem baulichen Standard, und jetzt komme ich auf das Thema, keine
Frischwasserversorgung haben, die immer funktioniert, beziehungsweise keine Abwasserversorgung haben, die konstant funktioniert, beziehungsweise keine Müllentsorgung auf einem Status, wie wir sie den Industrieländern zuschreiben, die auch keinen Zugang zu Gesundheitsversorgungssystemen haben, wie wir sie kennen, und die keinen Zugang zu Bildungssystemen haben. Gleichzeitig fordern wir als Gesellschaft beziehungsweise unsere Repräsentanten, nämlich die Politik, ja immer wieder, dass man doch diesen Menschen genau diese Standards zukommen lassen muss. Art 1 aus reiner Menschlichkeit und Art 2, um deren Migration in andere Länder zu verhindern. Dann müssen wir aber für 6,2 Milliarden Menschen relativ viel tun. Ich werde nachher nochmals darauf zurückkommen. Und eine zweite Zahl ist wichtig. Nämlich der Bevölkerungszuwachs netto pro Sekunde. Pro Sekunde werden Tag aus Tag ein 4,4 Kinder gestorben und geboren und bedauerlicherweise sterben 1,8 Menschen im Durchschnitt pro Sekunde. Das heißt, wir haben einen Nettozuwachs von 2,6 Menschen pro Sekunde, Tag aus, Tag ein. Und aus populationsdynamischen Effekten kann sich diese Zahl auch gar nicht so schnell verändern. Wir kommen später nochmal darauf, aber wir merken uns, diese beiden, 80% der auf dem Planeten lebenden Menschen leben in den, ich benutze dieses Wort äußerst ungern, Entwicklungsländern, und 2,6 ist die Zahl, die wichtiger ist als alle anderen Zahlen. Wie wohnen diese Menschen und wie sollen sie in Zukunft wohnen? Wir kennen diese total langweiligen Agglomerate, die vielleicht hier und da mit einem sensationellen Stück Architektur gespickt sind, damit man irgendwie einen Orientierungspunkt hat, wo man sich denn gerade befindet oder irgendetwas hat, zu dem man aufschauen kann. Und wir erkennen, dies ist die gebaute Heimat für die Menschen. Und wir stellen uns die Frage, wollen wir dies als Heimat, als unsere Heimat sehen? Und Sie sehen natürlich diese Unmengen von Material, die hier schon verbaut sind, allein in dieser kleinen siedlungsartigen Stadtstruktur. Und Sie vermuten, dass da ja unheimliche Mengen an Ver- und Entsorgungsleitungen unterhalb der Erdgleiche verlegt werden, um dem Ganzen überhaupt Lebensfähigkeit zu geben. Und ich nehme das schon mal vorweg, wenn Sie alle Baustoffe dieser Welt aufsummieren, dann ist ungefähr 55%, also knapp die Hälfte oberhalb der Erde, und 45% sind Bauten für die Infrastruktur. Da gehören die Straßen dazu, Eisenbahnlinien, aber eben auch die Ver- und Entsorgungssysteme, die wir hier unterhalb der Erde vergraben. Ein hochkompliziertes System, von dem die meisten gar nicht wissen, wie komplex es ist. Aber überlegen Sie einfach mal, was es bedeutet, das ganze Frischwasser heranzuschaffen, das gesamte Abwasser verstopfungsfrei Tag aus Tag ein wieder wegzuschaffen, zu klären und irgendwohin zu entlassen. Die Waren anzuliefern, den Müll wieder abzutransportieren. Und damit sind wir natürlich schon bei der Mobilität. Wir erkennen auch, dass es ein sehr komplexes Geflecht ist. Zwischen Ver- und Entsorgung, ich hatte das gerade angesprochen, aber auch zwischen dem Hineinfahren und dem Hinausfahren. Tausender und Hunderttausender von Autos in den einzelnen Metropolen und Städten jeden Tag. Wir machen uns nicht im Klaren darüber, was das auch energetisch bedeutet. Wenn Sie zigtausende Autos jeden Morgen nach Stuttgart einfahren haben, mit einer Motortemperatur von 150 bis 180 Grad. Das heißt, Sie stellen dann eine ganze Reihe von Bügeleisen in irgendwelchen Parkhäusern ab, die sich im Laufe der darauf folgenden Stunden langsam auf Umgebungstemperatur abkühlen. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn Sie den Einpendlerverkehr im Individualverkehr im Auto, der seine Autos dann irgendwo in der Innenstadt in Stuttgart abstellt, die dort emittierte Wärme aus den Motorblöcken zusammenrechnen, dann ist es das Äquivalent zu 2 Millionen Bügeleisen, die Sie jeden Morgen von 8 Uhr bis 9 Uhr in Zentralstuttgart einschalten würden und vor sich hin heizen lassen würden. So, jetzt sehen Sie, wie kompliziert die Betrachtung ist, weil wir erkennen ja die Feinstaubdiskussion hier. Wir erkennen den Benzinverbrauch und wir erkennen die Emissionen der Autos und jetzt auf einmal kommt der Herr Sobeck auch noch mit der Wärmeabstrahlung dieser ganzen heißen Motorblöcke, die in der Stadt zwischengeparkt werden, solange bis man abends wieder hinausfährt. Also eine große Komplexität.
Wir gehen einen Schritt weiter. Ich habe schon angedeutet, was macht meine Profession? Nichts anderes als die Bebauung der Welt. Bauen als Produktionsversuch menschlicher Heimat. Das ist die oberste Überschrift des Tuns, das wir verantworten müssen. Wir müssen als Architekten und Ingenieure menschliche Heimat kreieren und wir müssen gleichzeitig dieses hochkomplexe technische System, auf dem diese gebaute Heimat aufsetzt, beherrschen und Versorgung schaffen. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf das Bauschaffen selbst. Man könnte sagen, was interessiert mich diese Zahl, die Herr Sobeck hier präsentiert. Ich sage, sie ist von unglaublicher Wichtigkeit. Die bisher verbaute Menge an Baustoffen auf unserer Welt sind 890 Milliarden Tonnen. Ich erkläre Ihnen später, wie man diese Zahl auf andere Art und Weise memorieren kann. Wir verbauen derzeit jährlich weit mehr als 60 Milliarden Tonnen. Und ich füge hinzu, diese mehr als 60 Milliarden Tonnen pro Jahr bedeuten keineswegs, dass die Entwicklungsländer ihre bauliche Situation in rasanter Weise verbessern. Sondern es ist eher ein Anhalten, ein Stillstehen, ein hier und da einen besseren Zustand schaffen, aber im Grunde genommen verbleiben wir im Status quo. Wenn Sie die 890 Milliarden Tonnen ungefähr aufteilen auf den Kopf der Weltbevölkerung, dann besitzt jeder Mensch auf dieser Welt 115 Tonnen an Baustoffen, Hochbau wie Tiefbau, Schotter wie Zement, wie Stahl, wie Glas. In Deutschland 490. Da können Sie den unglaublichen Wohlstand, in dem wir leben, ablesen. ICE-Strecken, Schnellbahnstrecken, Autobahnen, auf denen Sie 250 und noch schneller fahren können. Das ist natürlich alles ein unglaubliches Mehr an Materialverbrauch, weil um so schnell fahren zu können, brauchen Sie breite und perfekte Straßen mit einer niedrigen Steigung und einem großen Kurvenradius. Das heißt, Sie brauchen viel mehr Brücken, viel mehr Tunnel und viel mehr Erdbewegungen, als wenn Sie mit 80 km/h durch Zentralafrika fahren. Dies ist der reine Luxus. Aber immerhin noch, die Industrieländer haben pro Kopf 335 Tonnen. Die haben Wasserver- und Entsorgung, Abfallentsorgung, Zugang zur Bildung und Zugang zum Gesundheitswesen. Die Länder, die wir unter Entwicklungsländer summieren, dort besitzen die Bürger 60 Tonnen. Und jetzt ist ja vollkommen klar, wenn Sie diesen Bürgern einen Zugang zur Bildung und zur Gesundheit verschaffen wollen, dann müssen Sie nicht nur die Schulen bauen, sondern auch die Straßen dahin. Und Sie müssen die unterirdischen Ver- und Entsorgungssysteme bauen. Und Sie müssen so viel bauen, dass Sie das Delta von 60 zu 335 schaffen, weil erst dann ist ja das, was wir gern, zumindest in sonntäglichen Reden ankündigen oder empfehlen, erreicht. Nämlich ein humaner Lebensstandard. Wenn wir jetzt aber sagen, ja gut, wir haben ja über 6 Milliarden Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern. Und wenn wir allen dieses Delta von 60 zu 335 dazu bauen wollen, dann müssen wir sage und schreibe 1.700 Milliarden Tonnen an Baustoffen zusätzlich verbauen. Das ist das Doppelte von dem, was wir bereits verbaut haben. Und eins kann ich jetzt schon vorwegnehmen, diese Zahl ist nicht leistbar. Sie ist ad 1 nicht leistbar, weil es den Baustoff in dieser Menge gar nicht gibt. Und sie ist ad 2 nicht leistbar, weil die mit der Herstellung und dem Verbauen dieser Mengen verbundenen Emissionen den endgültigen Klimakollaps unwiderruflich herbeiführen würden. Diese beiden Zahlen müsste man memorieren. 60 Milliarden verbauen wir täglich. Jeder Bundesbürger, obwohl wir schon in einer maximalen Wohlstandssituation leben, bekommt pro Jahr nochmal 10 bis 15 Tonnen an zusätzlichen Baustoffen per capita, sage ich mal, aufgehalst. Das ist nichts anderes als eine Komfortsteigerung, hier und da eine Umgehungsstraße, eine Verbreiterung, eine allzu starke Steigung wird eben durch einen Tunnel abgelöst, etc. etc. Immer nochmal 10 Tonnen per capita. Person. Diese jährlich verbaute Menge von 60 Milliarden, wer will die memorieren, wer kann sich das vorstellen? Ich konnte es auch nicht. Dann habe ich für meine Studierenden ein einfaches Gleichnis geschaffen und habe gesagt, wir betonieren eine Wand rund um den Äquator.
Die Wand ist 40.000 Kilometer lang und so dick wie eben eine Wand ist, nämlich 30 Zentimeter. Und die Frage ist, wie hoch ist dann die Wand? Jedes Jahr ist 2 Kilometer hoch. Und das ist die Aufrechterhaltung des Status quo. Und wenn wir jetzt sagen, ja, aber wir haben ja noch die Entwicklungsländer und wir haben deren Bedarf. Wie groß wäre denn beispielsweise diese Wand, die ein Gewicht hat von 1.700 Milliarden Tonnen und sie wäre 56 Kilometer hoch? Das heißt, man würde dort oben bei minus 40, minus 50 Grad Celsius betonieren müssen und der Flugverkehr von der Nordhalbkugel auf die Südhalbkugel wäre für immer unmöglich geworden. 56 Kilometer hoch. Das gibt Ihnen jetzt ein bisschen ein Gefühl über die Quantitäten, von denen wir sprechen. Und dem einen oder anderen wird der unangenehme Verdacht schon hochkommen, das ist ja gar nicht umsetzbar. Nun, in unserem Hochlohnland, wo wir dort in einem zentraleuropäischen Luxus, kann man schon sagen, ich kann das auch beurteilen, weil ich in vielen, vielen Ländern der Welt baue, wo wir in einem unglaublichen Luxus leben, so langsam hören wir etwas davon, dass es auf der Welt beispielsweise eine Sandarmut gibt. Dass es gar nicht genügend Sand gibt, um all den Beton herzustellen, den man verbauen muss, um dieses Bauvolumen zu bewältigen. Da gibt es also eine regelrechte Sandmafia, die im Wesentlichen im indischen Raum angesiedelt ist. Da gibt es Hunderte und Aberhunderte von Saugschiffen, die den Sand vom Meeresboden samt Flora und Fauna einsaugen. Oder es gibt diesen illegalen Sandabbau hier an der Westküste Marokkos. Und es ist jedem von uns klar, sobald diese Lastwagen weggefahren sind und die nächste Flut kommt, haben wir dann eben wieder einige Meter mehr an Erosion. Jetzt werden Sie sagen, warum haben wir eine Sandarmut, wenn es doch so viele Wüsten gibt? Nun, der Wüstensand ist durch die Windverwehungen kugelig geformt. Er hat durch die Windabrasion eine nahezu sphärische Oberfläche, wohingegen Meer- und Flusssand eine sehr unregelmäßige, man könnte sagen, eine Art Mikrokartoffelgeometrie haben. Und mit Kugeln können Sie eben, das weiß man schon vom Billardspielen her, keinen hohen Turm bauen. Und deshalb können Sie auch mit kugeligem Sand oder kugeligem Kies keinen Beton sonderlich hoher Festigkeit herstellen. Wir brauchen also die irreguläre Geometrie. Und anderen von Ihnen wird vielleicht auch beim Anblick dieser Bilder in den Nachrichten von den brennenden kalifornischen Großraum irgendwie der dumpfe Verdacht hochgekrochen werden oder sein, kann das auch in Zentraleuropa passieren? Ist es ja schon regelmäßig passiert, beispielsweise in Frankreich. Aber was bedeutet denn das, wenn die Wälder immer mehr austrocknen, weil wir durch die klimatologischen Verschiebungen immer geringere Niederschlagsmengen in den Sommerzeiten haben und damit ein immer trockeneres, ich sage es ganz bewusst, Baumaterial im Wald steht? Haben, das natürlich einer Entzündung gegenüber unheimlich gefährdet ist. Entschuldigung. So. Das ist das, was wir täglich lesen. Wir haben ein Energieproblem. Sie hören mehr oder weniger täglich, wir müssen erneuerbare Energien einsetzen. Das kleine F. Hier auf der rechten Seite heißt es, es ist entweder zu falsifizieren oder ein Widerspruch in sich selbst. Dekarbonisieren ist selbst die Ansage unserer höchsten Politikerin. Wir müssen dekarbonisieren. Und wir haben dürfen keine fossilbasierte Energie verwenden. Wir müssen alles aus Holz bauen und. Ich sage, wir haben kein Energieproblem. Die Geschichte vom Energieproblem ist eine unglaubliche Irreführung der Menschheit. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich bin zur einen Hälfte ein eiskalter Wissenschaftler, der sich nur mit Fakten beschäftigt. Und ich werde Ihnen gleich erläutern, warum die Ansage, wir haben ein Energieproblem, falsch ist. Erneuerbare Energien, von denen alle reden, gibt es nicht. Die berühmteste aller Formeln heißt E gleich mc Quadrat. E ist die Energie, wie wollen Sie die verschwinden lassen? Wir wissen alle schon in den dunklen Zeiten vor dem Abitur, dass man Energie weder verschwinden lassen noch schaffen kann. Wir können Energie von der einen Zustandsform in die andere überführen, aber wir können sie weder kaputt machen, noch können wir sie erneuern. Also warum reden wir dann von erneuerbaren Energien und hemmen damit das klare Denken?
dekarbonisieren. Meine Güte, auch wenn das mittlerweile hochrangige Repräsentanten des Staates permanent in ihren Sonntagsreden verkünden, bitte dekarbonisieren Sie mich nicht. Ich bestehe zu essentiellen Bestandteilen aus Carbon und ich habe überhaupt keine Lust, dekarbonisiert zu werden. Und das Gleiche gilt für die gesamte uns umgebende Natur. Also warum reden wir von dekarbonisieren, wenn wir etwas ganz anderes meinen? Was gemeint ist, in aller Ehrlichkeit, ist doch, dass wir das Emittieren klimaschädlicher, gasförmiger Abfälle, so muss man es ja benennen, man sagt relativ elegant Emissionen, aber in Wirklichkeit ist es gasförmiger Abfall, der klimaschädlich ist. Und das ist ja nicht nur das CO2. CO2 ist eine ganz wichtige Komponente davon. Aber dann haben Sie Lachgas, dann haben Sie Stickstoffe, dann haben Sie die ganzen Fluorstoffe. Also warum reden wir nicht wahrheitsgetreu? Warum sagen wir nicht, es geht nicht um Dekarbon und sonst etwas? Es geht darum, dass wir das Emittieren klimaschädlicher Gase in unsere Atmosphäre unterbinden. Keine fossilbasierte Energie. Ja gut, aber Holz verbrennen, das ist okay, ja? Pelletheizen, das ist alles prima, weil irgendjemand hat den Spruch gemacht, es sei klimaneutral. Ich werde Sie auf diese Verwirrung nachher nochmal im Detail anhand eines Diagrammes aufmerksam machen. Es geht eben nicht nur darum, keine fossilbasierte Energie zu verbrennen oder zu herzustellen, sondern es geht um eine viel weitergreifende Forderung. Alles aus Holz bauen, ja, ist prima, aber es gibt nicht genügend Holz. Wenn Sie alle Wälder dieser Welt nach den Prinzipien des, in Baden-Württemberg ist das mit Sicherheit ähnlich, ich weiß es wissenschaftlich basiert jetzt aus Untersuchungen der bayerischen Forstwirtschaft, wenn Sie alle Wälder dieser Welt nach den Prinzipien der bayerischen Forstwirtschaft bewirtschaften, und wenn Sie es einfach akzeptieren, dass einem Laubbaum maximal 35% seiner oberirdischen Masse als Bauholz benutzbar ist, weil der Rest in relativ vielen krummen und verbogenen und abgewinkelten Ästen und Ästchen und Zweigen ist. Und wenn Sie es akzeptieren, dass die Hälfte der Menschen in den Entwicklungsländern ihr tägliches Essen noch mit einem Feuer zubereiten, und wenn Sie es akzeptieren, dass wir nicht nur für Papiere, sondern auch für Kartonagen und für die Herstellung von Zellulosefasern Unmengen von Holz benötigen, dann stellt man fest, wir können im Jahr maximal irgendeine Zahl zwischen 4, 5, 6 Milliarden Tonnen Bauholz erzeugen. Vorhin haben wir aber festgestellt, wir brauchen mehr als 60, nur zur Aufrechterhaltung des Status quo. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Freund und ich bin auch ein Protegierer des Bauen mit Holz. Aber ich habe eine Sorge, nämlich dass wir glauben, wenn wir zukünftig alles mit Holz bauen, wäre das die Lösung. Es ist es nicht, weil wir haben nicht genügend Holz. Und zudem ist Holz nicht für alle Dinge entsprechend sinnvoll anwendbar. Nun schauen Sie, ich habe jetzt diese paar Begriffe und ich könnte noch 20 weitere Begriffe benennen, auseinandergenommen und ich habe gemahnt, die Dinge klar zu benennen und klar zu erklären. Weil die klare Benennung und Erklärung der Fakten und der Zusammenhänge zwischen den Fakten ist die Basis jedweder Wissenschaft, ist die Basis des Ausgangspunktes, den Joseph Beuys gefordert hat. Ausgehen müssen wir von dem, was ist. Und das müssen wir zunächst mal richtig verstehen. Aber was ich hier gesagt habe, ist auch die Basis jedweder Demokratie. Weil wenn Sie den Menschen Geschichten erzählen von erneuerbar und nicht fossil und dekarbonisieren und Ähnlichem, dann sind die Menschen eben nicht in der Lage, die Zusammenhänge zu verstehen. Und damit werden sie blitzeschnell das Opfer von Populisten, die ihnen vordergründig leicht verständlich gemachte Zusammenhänge präsentieren, die natürlich nicht der Wahrheit entsprechen, aber die vielleicht einfacher verständlich sind. Also, auch wenn ich immer wieder darauf dränge, die klare Benennung und Erklärung der Fakten ist die Ausgangsbasis. Nehmen Sie mal das Stichwort, wir haben ein Energieproblem. Die Sonne. Allein die Sonne strahlt 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde ein, als die Menschen für alle Funktionalitäten benötigen.
Sie strahlt so sehr ein, dass ich das Dia jetzt hier gleich mal abblende und ein bisschen weiter auseinandernehme und feststelle, die Menschheit hat also kein Energieproblem per se. Die Menschheit hat heute ein Energieproblem in der Form, dass wir ein Problem der Versorgungssicherheit haben, weil wenn jemand die Straße von Hormuz blockiert oder vermint, dann haben wir ein Versorgungsproblem. Oder wenn jemand einige der Grasleitungen der Transkontinentalen zerstört oder sprengt oder wie auch immer, dann haben wir ein Problem der Versorgungssicherheit. Und natürlich haben wir auch ein handelsbilanzielles Problem, weil wir die Energie, auf die wir seit der industriellen Revolution Nummer eins unsere gesamte Industrie basieren, diese Träger kaufen wir in Dollar ein. Und das ist natürlich ganz toll für die Amerikaner, aber für uns ein bisschen ein Problem, weil wir müssen ja erst die Dollars kaufen, um dann das Erdöl und das Gas zu bezahlen, was natürlich handelsbilanziell ein Problem ist. Wir haben das Problem, dass die Bereitstellung von Energie größtenteils auf der Basis von Verbrennungsprozessen beruht. Das ist das Problem. Das muss man aber auch genau so benennen. Und man darf nicht nur von einem Energieproblem sprechen, weil neben diesem 10.000-fachen Überschuss haben wir noch die Geothermie, wir haben die Windenergie, wir haben die Wellenenergie, wir haben die Wasserpower, die Hydropower etc. etc. Wir schwimmen also in Energie. Die Aussage muss ganz anders sein. Die einzig zielführende Aussage ist, wir haben ein Emissionsproblem. Darum geht's. Wir brauchen kein Energieeinspargesetz, wir brauchen ein Emissionseinspargesetz. Das könnte man relativ einfach formulieren, das derzeitige Gebäudeenergieeinspargesetz, neu aufgelegt am 1. November vergangenen Jahres, ist 58 Seiten lang in 8-Punkt-Schrift und ist nichts anderes als ein einzuhaltender Maßnahmenkatalog über Luftdichtigkeiten und Wärmedämmwerte. Der Begriff des Emissionsproblems taucht ein einziges Mal auf. Wir können diese ganzen 58 Seiten ersetzen durch ein Emissionsgesetz für das Bauwesen, das genau einen Absatz hat, nämlich das Emittieren klimaschädlicher, gasförmiger Abfälle in der gebauten Umwelt ist verboten. Punkt. Dann hätten Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Und Sie würden wahrscheinlich die größte Innovationswelle in der Geschichte der Bundesrepublik zünden, weil jeder sich jetzt Gedanken machen würde, wie kriege ich das in den Griff und mit welchem Maschinchen und mit welcher Technologie kann ich dieses Emissionsproblem vermeiden? Anstatt den Leuten dicke Kataloge aufzuoktroyieren über vorgeschriebene Wärmedämmwerte, die alles tun, nur das Problem nicht benennen und das Problem auch nicht vermeiden. Sie reduzieren es, weil wenn man sich dick einpackt, dann braucht man eben weniger Heizenergie, aber man braucht immer noch welche. Und wenn Sie dieses immer noch auf fossilen oder auf Holzträgern basieren, dann emittieren sie eben immer noch, auch nach 2050, dem großen Zielzeitpunkt des Pariser Klimaschutzabkommens. Oder nach 2035, dem großen Ziel, ich komme nachher nochmal drauf, der europäischen Gedanken. Wir haben ein Emissionsproblem und wir müssen uns klar machen, das, was wir da emittieren, ist äußerst unangenehm. CO2 beispielsweise hat die äußerst unangenehme Eigenschaft, dass es durchsichtig ist. Würden wir sehen, was aus unseren Auspuffen unserer Fahrzeuge hinten herausgeblasen wird, dann wären wir schon lange auf die Barrikaden gestiegen, aber es ist undurchsichtig. Es riecht nicht, als zweiter großer Nachteil. Und der dritte große Nachteil, es hat eine unglaublich lange Halbwertszeit in der Atmosphäre. Je nachdem, welchen Wissenschaftler Sie befragen, die Zahl ist auch, die genaue Zahl mag irrelevant sein. Wir reden in der Dimension von 800 Jahren. Das heißt, das Material geht aus der Atmosphäre nicht weg. Es gibt keine einzige technische große Anlage, die in der Lage ist, auf sinnvolle Art und Weise CO2 aus der Atmosphäre zu extrahieren. Keine einzige. Das heißt, das, was heute emittiert ist, das bleibt dort. Im Gegensatz zu anderen klimaschädlichen Gasen, wie beispielsweise Methan, Stichwort Rindermägen etc., Landwirtschaft, das ein vielfach höhere Schädigungspotenzial hat als CO2, aber das nach wenigen Jahren durch die ultravioletten Bestandteile der Sonnenstrahlung in seiner Molekülstruktur zerlegt wird und damit verschwindet. Das heißt, das eigentliche Problem
ist es CO2. Und gegen dieses Problem sind wir fast machtlos. Wir können es technisch nicht extrahieren aus der Atmosphäre, können es biologisch extrahieren, indem wir Wälder anpflanzen und Grünflächen anpflanzen, also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen, weltweit. Jetzt hat man ausgerechnet, die Wissenschaft hat ausgerechnet, IPCC und viele anderen, dass wir noch ungefähr 290 Milliarden Tonnen CO2, dieses Stoffes, der einfach nicht weggeht, in die Atmosphäre emittieren dürfen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel halten. Das bedeutet aber, nach den 290 Tonnen keine einzige Tonne mehr. Aufgrund der langen atmosphärischen Aufenthaltszeit. Und wenn wir jetzt schauen, ja, wie viel CO2 emittieren wir denn im Jahr, dann sind es 1300 Tonnen pro Sekunde. Und wenn Sie jetzt sagen, ja gut, wie, wenn wir jetzt weitermachen wie bisher, wann ist dann das Ziel von Kontingent von 290 Milliarden Tonnen aufgebraucht? Das sind dann plus minus 8 Jahre. Ab dann ist jeder gefahrene Kilometer mit einem Verbrennungsmotor und jedes in den Ofen gelegte Brikett und jeder verbrannte Liter Heizöl trägt bei, das 1,5-Grad-Ziel zu überschreiten. Aber Sie werden sagen, 8 Jahre, das ist ja Wahnsinn, weil wie schnell müssen wir denn beispielsweise jetzt unsere CO2-Emissionen reduzieren, um genau das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten? Ich komme gleich drauf. Ich füge noch hinzu, natürlich bei einem Weiter-so ist diese Zeitspanne 8 Jahre. Und ich füge noch dazu, was bedeutet das für das 2-Grad-Ziel, wenn wir so weitermachen. Okay, das 2-Grad-Ziel, das reißen wir bei einer Gesamtemission von 1000 Milliarden Tonnen. Das ist dann in 24 Jahren. Bei einem weiter so wie bisher. Nun schreiben wir das Jahr 2021 und es ist mehr als 24 Jahre her, dass diese Zusammenhänge von der Wissenschaft laut und unmissverständlich ausgerufen wurden. Passiert ist so gut wie nichts. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir die nächsten 8 oder 24 Jahre so weitermachen wollen wie bisher. Dies sind die wichtigen Zahlen. Jetzt habe ich hier das einzige Diagramm meines Vortrags aufgezeichnet. Das ist auch relativ einfach. Wir haben hier die Zeitachse und wir haben hier die jährlichen CO2-Emissionen. Ich lasse die anderen Emissionen klimaschädlicher Gase mal außen vor, weil dies ist der dominierende Faktor. Und wir sagen ja, wir haben ja Paris unterschrieben, ja, ab dem Jahr 2050 stellen wir keine Energie mehr bereit, die auf der Basis von Verbrennungsprozessen basiert. Das ist das Ziel. Das heißt aber nicht, und das ist der große Irrtum, das heißt nicht, dass wir von heute bis 2050 so in einer linear-degressiven Kurve unsere Emissionen verhindern könnten, weil das Integral unter dieser roten Linie, die Fläche hier, die ist viel, viel größer als das zulässige Emissionskontingent, um 1,5 Grad einzuhalten. Das wird hier eingehalten. Entschuldigung. Das ist das Kontingent. Und wenn wir das in einer linear-degressiven Art und Weise bewältigen könnten, was wissenschaftlich ja schon klasse wäre, dann sind wir immer schon bei 2036, ab wann wir dann keine CO2-Emissionen mehr tätigen dürfen. Und wenn wir sagen, das schaffen wir ja nie und nimmer, und wir haben doch in Paris gesagt, hier, ja gut, dann müssen wir die blaue Kurve so verbiegen, dass das Integral unter der Kurve so groß ist wie das weiße Dreieck. Das heißt, wir müssen irgendwie Technologien entwickeln, wo es jetzt ganz schnell rapide abgeht oder vielleicht noch ein Stückchen geradeaus und dann ganz schnell rapide ab. Aber wichtig ist, das Integral unter der Kurve, die Fläche unter der Kurve, darf nie größer werden als das weiße Dreieck. Und das ist technologisch gesehen ein fast unmenschlicher Anspruch. Weil wie will man es denn schaffen, innerhalb von 16 Jahren beispielsweise hier, allein im Bauwesen die Emissionen auf Null herunterzufahren oder in 8 Jahren die Emissionen zu halbieren. Wie will man das denn hinbekommen? Jetzt sagen Sie, wie groß ist eigentlich der Anteil des Bauwesens an dieser Zahl? Nun, das orangefarbige Dreieck, das ist der Anteil des Bauschaffens. Hochbau und Tiefbau, Herstellung der Baustoffe, ein Thema, über das man kaum spricht,
das aber heutzutage schon das Gros der Emissionen bedeutet, dass ein heute gebautes Haus in die Atmosphäre abgeben wird. Und natürlich nicht nur das Herstellen der Baustoffe, das Heraussprengen und Herausschmelzen von Kupfer und Eisen und anderen Stoffen, das Brennen von Kalkstein zu Zement, das Hin- und Herfahren dieser Baustoffe, das Importieren von irgendwelchen Granit- und Marmorteilen aus China und sonst woher auf der Welt, etc. etc. und all die damit verbundenen Emissionen tragen zu diesem signifikanten Anteil bei. Wenn Sie nur die technogenen Emissionen der Menschheit, also ohne die Emissionen durch das Verbrennen von Wäldern und die Haltung von Tieren entstehen, nehmen, dann sind es ungefähr 35 Milliarden Tonnen und davon kommen 17 aus dem Bauschaffen. Die Hälfte. Konservativ geschätzt. In Wirklichkeit sind es noch viel mehr. Wir erforschen diese Zahlen gerade, aber die Datenstrukturen sind eben schwierig und unvollständig. Vielleicht noch eins dazu, weil ich vorhin gesagt habe, es gibt da jetzt die Aussage klimaneutral. Man kann Holz verbrennen und das Ganze ist klimaneutral. Nachfrage, warum? Ja, weil das Holz hat ja genau die CO2-Mengen, die es beim Verbrennen emittiert, im Lauf seines Lebens aufgenommen. Das ist richtig. Aber das Leben dieses Baumes, das war hier, links von der Ordinate. Das interessiert nicht, was dort für CO2 gebunden oder nicht gebunden wurde. Hier bei dem noch zulässigen Emissionskontingent interessiert nur, was hier abgegeben wird. Und das ist genau, sind genau die Pellets, die wir heute Abend in unserem Kamin verbrennen. Das ist genau das Holz, das wir aus ganz bestimmten Gründen der Altholzverordnung, ein bundesdeutsches Gesetz, verbrennen müssen am Ende seines Lebens. Das trägt alles hierzu bei. Es gibt keine klimaneutralen Verbrennungsprozesse heutzutage. Das muss man sich klar machen. Und es ist Teil der Entwirrungsmaßnahme, die ich auch heute Abend ein bisschen mit der Klärung von Begrifflichkeiten mache. Also diese technogenen CO2-Emissionen, jährlich 35 Milliarden Tonnen, die Hälfte davon aus dem Bau schaffen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir heute in Deutschland ein Haus bauen würden, das die Normen erfüllt und das einigermaßen nachhaltig gebaut ist, gar kein Vorzeigeprojekt, keine Sensation, dann verbrauchen wir oder emittieren wir in der Herstellphase bereits 50 bis 55% aller Emissionen, die dieses Gebäude in seinem gesamten Leben jemals tätigen wird. In der Betriebsphase 35 bis 40% und bei Rückbau, Deponierung und Recycling 5 bis 10% aller Gesamtemissionen. Und jetzt merken Sie, es gibt kein bundesdeutsches Gesetz, es gibt überhaupt kein Gesetz auf der Welt, das die Emissionen in der Herstellung der Baustoffe limitiert. Es gibt auch keines, das die Emissionen bei Rückbau, Deponie und Recycling limitiert. Natürlich gibt es eine indirekte Maßnahme, das die Emissionen im Betrieb limitieren möchte, indem es von Energieeffizienz, also quasi von hinten hereinkommend, aber nicht zielgenau arbeitet. Das hier ist der Bereich, auf den man fokussiert, aber nahezu die Hälfte bis, ja, die Hälfte bleibt außen vor. Die Herstellung der Baustoffe und alles, was mit dem Ende des Gebäudelebens zu tun hat. Das Bauwesen steht eben für mehr als 50% der klimaschädlichen Emissionen. Der Energieverbrauch ist nicht so wichtig, der ist heute noch wichtig. Aber wenn Sie beispielsweise mit Photovoltaik, Windrädern und anderen endlich mal massiv loslegen würden, dann ist es kein Thema mehr. Und 2050, wenn wir die Forderungen des Pariser Klimaschutzabkommens erfüllen, dann redet man nicht mehr über Energieverbrauch. So, der Ressourcenverbrauch im Bauwesen, Sie ahnen es schon, liegt bei 60% aller Ressourcen und der Verbrauch an mineralischen Schotter, Sande, Kiese, Kalksteine etc. bei 80% des weltweiten Ressourcenverbrauchs. Wir stellen die Frage, wie weiter? Und wenn man die Frage nach dem Wie weiter stellt, dann kommt man an Ernst Bloch nicht vorbei, dem berühmten Tübinger Philosophen, der mich extrem beeinflusst hat, bereits in meinen Jugendjahren. Und man kommt an der harten
wissenschaftlich-philosophischen Art von Formulierung und Fragestellung nicht vorbei. Wenn Bloch sagt, wir wissen ja gar nicht, woher wir kommen und eigentlich wissen wir auch nicht, wohin wir gehen. Und ich sage, ja, wie wollen wir denn ein Ziel formulieren? Was ist der Ausgangspunkt? Den haben wir einigermaßen gefasst. Aber was ist denn das Ziel? Das Ziel kann nicht nur ein technisches sein, weil das technische Ziel, das Bauwesen in ein emissionsfreies Bauwesen zu überführen, wird gigantische Veränderungen im Zusammenleben der Menschen und in unserer gesamten Industriestruktur bewirken. Und damit müssen wir auch überlegen, wohin wollen wir eigentlich? Ich sage Build for More with Less. Ich habe das eingebettet bereits in der 1998 als Prinzip Triple Zero verkündete Forderung. Wir müssen für mehr Menschen mit weniger Material und dramatisch weniger Emissionen bauen. Das ist das Ziel. Das Wort Energie taucht hier nicht auf. Und wir müssen das einbetten quasi in die Bloch'schen Randbedingungen dieses multidimensionalen Korridors, innerhalb dessen wir uns überhaupt noch bewegen können, in eine Leitlinie, die ich als Natura Mensura Est bezeichne, nämlich die Natur ist das Maß aller Dinge. Wenn wir unserem menschlichen Verhalten das Überleben der Natur nicht sichern, dann ist unser eigenes Überleben gar nicht mehr zu diskutieren. Die Natur ist das Maß aller Dinge. Wir müssen die Natur in ihrer vollkommenen Funktionalität erhalten und dann können wir, auch wenn wir 7 oder 8 Milliarden sind, darin bestens wohnen. Aber dieses Erhalten, diese Umstrukturierung der industriellen und damit auch der gesamtgesellschaftlichen Prozesse wird etwas erfordern, dass ich eine andere Art von Miteinander benenne oder man könnte es auch, wenn wir Homers Ilias nochmal memorieren, so bezeichnen, die bedingungslose Wahrnehmung des anderen als eines Menschen von gleicher Würde. Das ist die Ausgangsposition. Natura mensura est und ein anderes Bild des anderen. Kein Sozialdarwinismus, nicht der, der schneller ist, siegt, nicht the winner takes it all und all diese in die Irre führenden Sprüche, sondern als eine Wahrnehmung des anderen, als eines Menschen von gleicher Würde und das Ganze eingebettet in ein Natura Mensura Est. Das sind die Ziele, die wir verfolgen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich vor einem halben Jahr einen Thesenkatalog veröffentlichen konnte als Teil des Geschäftsberichts der Firma Zumtobel. Ich habe das mit 17 Thesen überschrieben, die einigermaßen logisch aufeinander aufbauen und diese 17. These lautet nichts anderes als Natura Mensura Est. Also, Build for More with Less. Wie machen wir das? Ich komme noch auf ein paar Beispiele, damit Sie nicht nur Diagramme heute Abend sehen. Wir wenden an Vermeidungsstrategien, wir wenden an Kompensationsstrategien, Reduktionsstrategien, Substitutionsstrategien. Ich erkläre gleich, was das ist. Es ist ein wissenschaftsbasiertes Herangehen an das Verändern der Prozesse. Ohne das funktioniert es nicht. Es wird begleitet von der zweiten Hälfte des Architektendaseins, nämlich vom Schaffen menschlicher Heimat, von alledem, was mit Gerüchen, mit visuellen Empfindungen, mit Wärme, mit Kälte, mit Beherbergen und Entbergen zu tun hat. Darauf gehe ich heute Abend aus Zeitgründen nicht ein. Ich will Ihnen vielleicht schildern, was machen wir denn mit solchen Vermeidungsstrategien? Was müssen Sie darunter verstehen? Nun beispielsweise ganz trivial CO2-emittierende Prozesse vermeiden. Jetzt werden wir das nicht immer können, weil selbst bei der Herstellung von Zement, wo Sie ungefähr 45 bis 50% aller entstehenden CO2-Emissionen tätigen, weil sie die unglaublich hohe Brenntemperatur von 1450 Grad bereitstellen müssen, mit denen sie den Kalkstein zu Zementklinker brennen. Selbst wenn sie das alles solartechnisch machen und die Energiebereitstellung quasi dann CO2-frei ist, dann haben sie immer noch 50 bis 55% der Gesamtemissionen bisher, die auf der chemischen Reaktionen beruhen. Also bei der Umwandlung von Kalkstein in Zementklinker. Und diese sogenannten prozessbedingten Emissionen, die kriegen Sie nicht weg.
Und natürlich könnte man sagen, dann bauen wir nicht mehr mit Zement. Dann sage ich, ja, wie wollen Sie dann die ganzen Abwasserleitungen bauen und die Brücken und die Tunnels und, und. Wir müssen nach wie vor mit Zement bauen, aber wir müssen sparsam bauen. Und wir müssen bewusst bauen. Wir müssen ihn dort einsetzen, wo wir all seine unglaublichen Stärken ausspielen können. Und woanders lassen wir ihn weg und substituieren ihn beispielsweise durch Holz. Aber wenn wir jetzt gewisse Mengen hier nicht vermeiden können, ja gut, dann müssen wir sie eben kompensieren. Ich komme nachher nochmal gleich drauf. Also vermeiden, unnötigen Rückbau beispielsweise vermeiden, lieber zweimal überlegen, ob mein Haus wirklich abreißen muss oder ob man wirklich einen Neubau benötigt oder ob es nicht auch anders geht. Und wir müssen eine ganz harte Diskussion führen, die da lautet: Müssen die baulichen Standards, die wir haben, denken Sie beispielsweise an Schallschutzstandards und Ähnliches, können wir uns die zukünftig noch leisten? Oder müssen wir die zugunsten einer damit einhergehenden Mengenreduktion und damit einhergehenden Emissionsreduktion vielleicht hinunterschrauben? Und dann geht es um ganz einfache Dinge. Vermeiden Sie beispielsweise die Energieabsorption an Fassaden. Wenn Sie die Fassaden, insbesondere in innerstädtischen Bereichen, durch Sonneneinstrahlung nicht so sehr aufwärmen, dann können Sie in den Abendstunden auch nicht so viel Infrarotstrahlung, das heißt Wärme, in den Straßenraum abgeben, was ja sommerlicherseits zu einer Überhitzung der innerstädtischen Räume, bekannt als Heat Island Effekt, führt. Ein riesengroßes Problem, zunehmend auch bei uns. Im Wesentlichen durch die Heizwirkung der Autos und durch die Energieabstrahlung der Fassaden in den Nachtstunden bedingt. Also, wenn man gewisse Dinge nicht vermeiden kann, dann müssen wir sie eben kompensieren, dann müssen wir eben Bäume pflanzen. Wobei man sich im Klaren sein muss, dass ein Baum zwar tagsüber CO2 aufnimmt, nachts über aber wieder abgibt. Nicht in der gleichen Menge, sondern ein bisschen weniger, diese sogenannte Atmung der Bäume. Und das Delta, da wird das CO2 eben aufgespalten in Sauerstoff und in Kohlenstoff und der Kohlenstoff wird in die Baumstruktur eingebaut. Die CO2-Aufnahme eines Baumes ist je nach Baumtypus, Standort, Baumalter etc. etc. beträgt maximal, also in den Pubertätsjahren des Baumes, maximales Wachstumsgeschwindigkeit, maximales Anreichern der Masse, 100 Gramm CO2 pro Tag. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie die Autobahn A8 bei Leinfelden-Echterdingen heute CO2-frei machen wollen, indem Sie Bäume pflanzen, dann müssen Sie pro laufendem Kilometer 200.000 Bäume der soeben genannten Größe, also optimales Alter mit 6 Meter Kronendurchmesser, haben. 200.000 Bäume pro laufenden Kilometer. Dann kriegen Sie die A8 emissionsfrei. Ähnlich verhält es sich natürlich auch beim Kompensieren des durch das Brennen von Zement entstandenen CO2s etc. Reduktionsstrategien. Leichtbau mit weniger Bauen. Das geht sehr, sehr gut. Wir sind heute mit dem, was wir können, jederzeit in der Lage, 30, 40% an Material und damit fast gleichbedeutend auch an Emissionen zu sparen. Und wir gehören zu den ersten in der Welt, die ein recyclinggerechtes Planen bereits 1992 in das Bauen eingeführt haben. Ein recyclinggerechtes Planen und Bauen zur Reduktion des Abfallaufkommens in der Produktion, aber auch am Ende der Lebenszeit eines Bauwerks. Substitutionsstrategien, also das Ersetzen von etwas, was wir nicht mehr gebrauchen wollen, durch etwas anders, also kritische Baustoffe durch nicht kritische Baustoffe ersetzen, Primärbaustoffe durch Sekundärbaustoffe ersetzen. Was bedeutet das? Nun, Primärbaustoffe sind alle diejenigen, die zum ersten Mal hergestellt wurden, quasi jungfräulich. Und Sekundärbaustoffe sind Rezyklate. Wir müssen dramatisch mehr mit Rezyklaten bauen. Ich rede nicht von Stuttgart und von Baden-Württemberg. Wir befinden uns auf einem weltweiten Level, weil wenn das Bauen in Afrika nicht funktionieren wird, dann wird es auch in Zentraleuropa ungemütlich werden. Die Tatsache, dass wir die Mauer
zum Ostblock abgebaut haben und sie mehr oder weniger mit einer kleinen Verzögerung in Form von Zäunen an der Südostgrenze von Europa wieder aufgebaut haben, werden wir uns moralisch nicht allzu lange leisten können. Das heißt, die Lösung, an der wir arbeiten, versuchen, eine Weltgeltung zu haben. Ohne dass wir glauben, wir wissen es besser. Aber wir kämpfen darum, Beiträge leisten zu können. Und natürlich, das Bekannteste ist Verbrennungsmotoren durch Elektromotoren ersetzen, dort wo sinnvoll, also im innerstädtischen Bereich. Aber diese Diskussion möchte ich jetzt nicht weiter anfachen. Ich möchte Ihnen vielleicht noch ein paar Beispiele zeigen, wie wir versuchen, diese Strategien umzusetzen. Wir haben in unseren Planungen eine mehr oder weniger stringente Verfolgung dessen, was ist recycelbar, wo kommt der Baustoff her, was kann man mit dem Baustoff in einem zweiten Leben machen, wie viel CO2 emittieren wir, etc., etc. Und man wird vielleicht überrascht sein, aber der Turm in Rottweil, den ich gestaltet habe mit seiner extrem eindrucksvollen Außenform, ist eine Vermeidungsstrategie. Es ist ein Test, ein Turm zum Testen von sehr schnell laufenden Aufzügen, deshalb muss er so hoch sein. Und deshalb geht er noch mal circa 50 Meter in den Boden hinein, sodass man eine 300 Meter lange Laufstrecke für die Aufzugskabinen hat. Und so ein zylindrischer Turm, und das ist das einzig Sinnmachende für so eine Konstruktion, ist bei einer Windanströmung sehr schwingungsanfällig. Und diese Schwingungen kann man in den Griff bekommen, indem man entsprechend viel Material in den Turm einbaut. Aber Material heißt eben Ressourcenverbrauch und damit getätigte Emissionen. Oder man macht es anders, indem man die Oberfläche des Turms irregulär gestaltet, sodass man die Ablösung der von links kommenden Winde irregulär erzwingt. Das heißt, man hat keine homogene Wirbelbildung mehr von oben bis nach unten, sondern man hat zeitliche Interferenzen von großen und von kleineren Wirbeln, die sich über diese sehr inhomogene Oberfläche ablösen. Und dadurch reduziert man das Schwingungsverhalten des Turms dramatisch. Und damit kann man eben auch den Materialverbrauch reduzieren. Das heißt, hier, wie bei vielen anderen meiner und unserer Bauwerke, geht der Gestaltungsaspekt Hand in Hand mit einem hochlogisch nachvollziehbaren Massenoptimierungseffekt. Dass man natürlich bei so einem Gestaltungseffekt dann so arbeiten muss, dass man hier eine Art Negligé-Struktur macht, dass man hier die Betonstruktur des Turmes sieht, aber die umhüllende so halb durchsichtig ist und dass diese Durchsichtigkeit von oben nach unten abnimmt, etc., etc. Das sind eben die typischen Kniffe des Architekten, die er anwenden muss, um so einen Turm entsprechend zu gestalten. Oder hier. Das hier ist Leichtbau ad extremum. Sie sehen diese Stütze hier. Und eine ganz kleine Stütze ist hier und von da nach da sind es 193 Meter Spannweite. Ein Dach, das wir gestaltet haben für das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft in Sao Paulo. Das ist Leichtbau im Extremen mit ganz, ganz einfachen Mitteln herbeigeführt. Unter anderem auch, dass diese Dachstruktur, die Sie hier weiß sehen, das ist Stoff mit einer Dicke von circa 1 Millimeter und einem Gewicht von 1 Kilogramm. Quadratmeter. Und je leichter dieser Stoff ist, desto weniger muss natürlich diese Struktur hier unten tragen und desto leichter wird sie und desto mehr an Material kann man sparen. Hier sehen Sie das Stadion nochmal. Oder ganz einfache Beispiele. Ein Dach über ein Atrium, das könnte man auch anders gestalten, aber wir haben das eben so gestaltet, dass die Höhe der Träger hier dem Beanspruchungsverlauf angepasst ist. Und dort, wo die statische Beanspruchung der Struktur klein ist, ist die Trägerhöhe klein. Und auf einmal entsteht ein etwas von einer unglaublichen Logik. Und aus dieser Logik erwächst eigentlich immer wieder etwas, was ich als Eigenschönheit bezeichne. Das heißt, in dem Optimierungsprozess, wo man von einem gewissen nicht optimalen Zustand ausgeht und dann mit Hilfe unterschiedlicher Algorithmen, Evolutionsstrategien und Ähnliches ein Gewichtsminimum zu erzielen versucht, taucht irgendwann der Punkt auf, wo man sagen muss, das ist ja wunderschön. Und dann weiß man, man ist nahe am statischen Optimum. Es ist dann auch so etwas wie ein ästhetisches Optimum. Und man darf nichts mehr dazu tun und wegnehmen aus statischen Gründen so oder so nicht.
weil das Gewichtsminimum bedeutet, wenn Sie noch ein Kilogramm wegnehmen, dann riskieren Sie eben den Einsturz. Ich bin der einzige Architekt, der zweimal für den Papst planen durfte im Direktauftrag. Dieses Dach ist 1 Millimeter dick und von hier nach hier mit 45 Meter Spannweite. Es wurde nur ein einziges Mal benötigt, nämlich für eine Messe in München-Riem vor 250.000 Menschen. Und deshalb ist alles, was wir hier gestaltet haben, rezyklierbar. Es entsteht hier kein Abfall im bautechnischen Sinn. Es ist da keine weiße Farbe aufgestrichen, es sind mineralische Lasuren auf Holz, es sind Container und Gerüste, die dieses Podium bilden. Und all diese Dinge, die Sie hier sehen, sind ganz einfach wieder auseinandernehmbar und rezyklierbar. Sogar der Altar und der Stuhl für den Papst, den ich hier gestaltet habe, der wurde weitere Male eingesetzt, was die Bildzeitung zu der Schlagzeile veranlasst: Papst bekommt Recycling-Altar. Ja, ist prima. Papst bekommt Recycling-Altar. Wir treiben das auch ins Kleine hinein. Also was Sie hier sehen, ist Beton. So etwas haben Sie noch nie gesehen, aber es ist Beton. Und das eigentliche Bauteil, was man so machen würde in der Geometrie, das wird analysiert und wir stellen Spitzenbeanspruchungen heraus und wir stellen Bereiche niedriger Beanspruchungen heraus und wir sagen, okay, manchmal macht es die Natur ja auch so. Dort, wo die Beanspruchungen niedrig sind, machen wir die großen Hohlräume und sparen so 30, 40, 50, 60% an Gewicht im Vergleich zu einer konventionellen Lösung. Und dann natürlich eines der bekanntesten rezyklierbaren Häuser, das steht in Stuttgart, gebaut im Jahr 2000. Was daran wichtig ist, es ist ein Haus ohne Schornstein. Das Haus emittiert nichts. Und damit erfüllt es die einzige gesamtgesellschaftlich unterschreibbare Forderung an die Architektur. Gewichtsminimal, das Haus wiegt ungefähr 16% dessen, was ein Haus gleicher Größe in konventioneller Bauweise wiegen würde. Das Haus ist ungefähr zu 95% rezyklierbar. Das heißt, Sie können den allergrößten Teil dieser gerade mal 40 Tonnen Gewicht einschmelzen, schreddern oder 1:1 wiederverwenden für neue Bauteile ohne Abfall. Und das Haus versorgt sich mit Energie durch Photovoltaik. Aber das Wichtigste ist, das Haus hat keinen Schornstein. Und das ist etwas, was wir in wenigen Jahren von allen Häusern fordern werden. Emissionsfreiheit in der Herstellung und im Betrieb und weitestgehend auch im Rückbau. Der zweite Altar für den Papst. Alles, was hier unten drunter sind, sind Baugerüste, die Sie nicht sehen. Dieses 35 Meter auskragende Teil ist ein Brückenbaugerüst, höchste Leistungsfähigkeit. Und diese natürlich furchtbar aussehenden Gerüste sind beplankt mit großen Holzrahmen, über die, ähnlich wie ein Maler das macht, eine Leinwand gespannt ist. Alle diese Figurinen und Figuren sind entliehen aus Kirchen. Da unten drunter sind Container. 70 mal 70 Meter ist das Podium. Container, Toilettencontainer, Waschcontainer, Bereiche zum Umziehen, Make-up für die Kardinäle und Bischöfe etc., für die Fernsehleute, ein Notoperationssaal für den Papst, falls er durch terroristische Attacken irgendwie verwendet werden sollte, eine hydraulische Bühne, mit der er vom Altar hinten Raum direkt in den Not-OP gelassen werden kann etc. Aber was wichtig ist, Sie nehmen diese Elemente ab, Sie trennen den Holzrahmen naturbelassen vom Stoff. Wir haben aus dem Stoff viele tausend Handtaschen nähen lassen und verkauft und verschenkt. Die Gerüste waren alle nur gemietet und am Ende blieb nichts mehr übrig. 0,0, kein Abfall. Wir haben dann dieses Haus gebaut für die Bundesregierung. Das war ein gewonnener Architektenwettbewerb. Das erste Haus überhaupt, das mit seinem Autor sprach. Das Haus produziert ungefähr 170% der Energie, die es benötigt. Es hat keinen Schornstein, es emittiert nichts. Es ist relativ leicht. Und von dem energetischen Überschuss, der über Batterien zwischengepuffert werden kann, kann das Elektroauto und zwei Elektrofahrräder geladen werden. Und damit das Haus weiß, was es mit seinem überschüssigen Strom macht, ob es ihn jetzt in die Batterien puffert oder ob das Auto gleich nach Hause kommt oder ob man es ins Netz abgibt, muss man diese Kommunikationsbasis haben, die damals für dieses Haus entwickelt wurde.
Also wir beherrschen das. Das ist umgangssprachlich formuliert kalter Kaffee. Gewichtsminimal, recycelbar, energetischer Überschuss, Kommunikation mit dem Autor. Und wir haben das weitergetrieben. Das sind natürlich alles Einfamilienhäuser, nicht weil ich ein Fan von Einfamilienhäusern bin, sondern weil bei dramatischen Innovationsschritten es allemal Sinn macht, das Risiko zu beschränken. Das heißt, erstmal klein zu bauen. Dieses Haus produziert 200% der Energie, die es benötigt. Es produziert so viel Energie, dass es nicht nur sein Elektroauto damit füttert und zwei Fahrräder und ab und zu etwas ins Netz abgibt, sondern dass es mit diesem 1927 fertiggestellten Haus von Le Corbusier in der Weißenhofsiedlung kommuniziert hat, weil das natürlich ein Riesenenergieverbraucher war und die energetischen Überschüsse wurden quasi virtuell dann hier hinein übertragen, um die Algorithmen zu optimieren und zu prüfen. Dieses Haus gibt es nicht mehr, weil das Grundstück, auf dem es stand, hatte nur eine temporäre Baugenehmigung und die Stadt Stuttgart wollte die auch nicht verlängern. Jetzt ist da wieder eine Wiese mit einem Nichts drauf und das Haus ist weg. Gut. Wir haben aber da viel gelernt. Wir haben nicht nur gelernt, wie man diese Häuser optimal baut unter Gewichts- und Recycling-Gesichtspunkten, sondern wir haben begonnen, Industrialisierungstechniken zu entwickeln, wie man diese Häuser in hoher Geschwindigkeit mit maximaler Präzision in höchster Qualität fertigen kann. Und wir haben das dann umgesetzt in eine Modulbauweise, wo die Häuser mit Küche, mit Bad, mit Fenstern, mit allem drum und dran im Werk bereits vorgetestet auf ihre Funktionalität, lüften, heizen, kühlen, Licht an und so weiter, angeliefert werden, wo sie auf einer relativ sauberen Baustelle, mittlerweile sind wir noch viel weiter, montiert werden und wo unsere Ansage ist, eine Stunde nachdem der Tieflader mit der Wohnung um die Ecke kommt, können Sie einziehen. Das geht heute zu vernünftigen Preisen. Wir haben jetzt das Glück für die SWSG in Stuttgart, Bad Cannstatt, diese aus über 300, fast 340 Wohneinheiten bestehende Siedlung zu bauen, als eine. Ich wiederhole es, weil es ist immer die gleiche Tour, es ist leichtgewichtig, es ist recycelbar, es ist eine Energie-Plus-Siedlung etc. etc. Das geht alles. Das ist der Standard dessen, was man heute kann. Wenn man denn will, hätte ich nachgeschoben. Was Sie hier zum Abschluss jetzt noch sehen, ist das größte Bauforschungsvorhaben der Schweiz. Das steht in Dübendorf bei Zürich. Es wird von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt verantwortet und von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich einer wissenschaftlichen Begleitforschung untersucht, begleitet. Das Haus besteht aus drei großen Plattformen, auf denen insgesamt 12 Architekten, ich bin der einzige Nicht-Schweizer, ein prototypisches Gebäude errichten durften, was dann einer 5-jährigen wissenschaftlichen Analysephase der ETH Zürich unterworfen wurde. Und dies hier kam von mir. Und als mich die Auftraggeber gefragt haben, Herr Sobeck, was würden Sie sehen, habe ich gesagt, lass uns probieren, ein Haus aus Rezyklaten zu bauen. Und so haben wir dieses Haus gebaut, was zu 80% aus Rezyklaten besteht und was nach wissenschaftlichen Untersuchungen Dritter zu 96% rezyklierbar ist. Die große Einfassung der Fensterfläche, die Sie hier sehen, das sind wiederverwendete Kupferbleche. Die stammen von einer abgerissenen Kirche und die stammen von einem Teilabriss einer Kreissparkasse in der Schweiz. Die wurden von uns farblich ausgewählt und der Klempner hat die wieder in entsprechende Form gebracht. Das ist die Einfassung. Und wenn Sie innen hineinschauen, dann ist es natürlich auch ein Demonstrationsbauvorhaben. Da wohnen also zwei Doktoranden der ETH. Die dürfen dort mietfrei wohnen. Dafür müssen sie vor Corona zumindest immer wieder Besuchergruppen hereinlassen. Und diese Besuchergruppen erfahren beispielsweise, wie der Wandaufbau hier ist. Also ein finale mineralischer Putz auf einem Lehmputz und dieser Lehmputz auf einem Isoliermaterial, das aus einem Altholz besteht, das geschreddert wurde, ähnlich wie die Körnung bei einer Spanplatte, dann aber nicht mit Kunststoff miteinander verklebt wurde, sondern durch Injizieren von Pilzmyzelien, die dann ungefähr eine Woche lang gefüttert werden. Solange bis alle Myzelien diese Holzpartikelchen fest umgreifen, dann wird die Nahrungsmittelzufuhr abgestellt. Das Ganze wird auf 40 oder 50 Grad erhitzt.
und ist dann absolut clean und kann in Scheiben geschnitten und als Putzträger und Isoliermaterial verwendet werden. Die Teppichböden sind natürlich nur geleast und überall, wo Sie hingehen, sehen Sie diese halb verputzten, halb tapezierten Oberflächen, die einfach ein Verstehen des Aufbaus hier erleichtern sollen. Auch die Türklinke ist recycelt, jetzt in dem Sinn, dass sie einfach wieder verwendet wurde. Die ist geleased. Die ganzen Türklinken wurden geleased von einem belgischen Unternehmen. Ursprünglich stammt die Türklinke aus Bronze, aus einer belgischen Bank in Brüssel. Und hier die Wandoberfläche, sehen Sie, das ist geschreddertes Weißglas, aber eben nicht wieder aufgeschmolzen mit 1300 Grad, sondern nur mit ungefähr 500 bis 600 Grad, solange bis eine hohe, nicht zähe Schmelze entsteht. Das heißt, wir haben weniger Energie-Input und wir haben die gleiche Qualität. So wie hier, das ist der mittlerweile als Dübendorfer Marmor bezeichnete Rezyklat. Das sind aus der Hotellerie Küchenschneidebrettchen, da wo die Köche dann Gemüse, Fleisch und Ähnliches schneiden. Das ist der weiße Anteil und der blaue, das sind die dunkelblauen Kappen von PET-Getränkeflaschen. Das Ganze wurde wieder geschreddert und dann auf, ich glaube, 70 Grad erhitzt, solange bis es eine honigzähe Paste war. Die wurde dann komprimiert, ausgekühlt, in Scheiben geschnitten und das ist eine absolut geschlossene Oberfläche, unglaublich pflegeleicht, mit der sind die ganzen Bäder in diesem Haus ausgestattet. Wenn wir das alles zusammenfassen, wenn wir sagen, wir haben verstanden, welche Rolle das Bauwesen, welche ungeahnte Rolle für die meisten das Bauwesen eigentlich im Ressourcenverbrauch spielt. Und wir haben verstanden, dass Energieverbrauch ein Aspekt ist, der eigentlich nicht der Kernaspekt ist, sondern dass es um Emissionen geht. Und zwar nicht nur um die Emissionen in der Nutzungsphase, sondern auch in der Herstellphase. Und dass wir viel zu wenig Materialien haben, um für alle zu bauen. Dass wir also Leichtbau, recyclinggerechtes Bauen, Bauen mit Rezyklaten und emissionsarmes Bauen vorantreiben müssen, dann entsteht eine neue Art von Architektur, vielleicht auch eine neue Art des Zusammenlebens. Dann entstehen auch Städte, die keine Schornsteine mehr haben, in denen Autos fahren, die keine Auspuffe mehr haben. Das bedeutet aber, das sind stille Städte, in denen Sie nachts auch das Fenster aufmachen können und tief durchatmen können, weil die Luft eben sauber ist. Es ist in letzter Konsequenz die elektrische Stadt. Und das ist das, wo wir mit all unserem Tun, wissenschaftlich oder in unseren Büros, hinstreben. Vielen Dank.